Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dark Souls Boss Run. Ja, wir hatten ein paar Tage keine Zeit wirklich gehabt aufzunehmen, deswegen kam da jetzt ein paar Tage nichts. Das tut mir leid. Aber dafür geht's jetzt weiter, wieder mit dem kleinen Solo-Boss. Weil ich konnte den noch nie irgendwie zu zweit machen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es geht. Und ich habe die ganze Zeit Ornstein Smaug den Kampf immer wieder und immer wieder gemacht. Geht ja, wenn man immer wieder beschworen wird und so ein Scheiß. Super cool alles. Und dann bin ich mit Level 50, das muss man sich mal geben, mit Level 50 bin ich zurück zu Sans Fortress gegangen, also da, wo wir den Iron Golem platt gemacht haben. Und da wurde ich so dermaßen oft beschworen, das gibt's überhaupt gar nicht. Jetzt hatte ich bestimmt durch dieses, ich habe da 20 Leuten oder 18 so ungefähr waren, jetzt habe ich da geholfen und hat dadurch jetzt super viel Humanity. Und deswegen habe ich gedacht, ah, was mache ich denn jetzt mit so übertrieben viel Humanity? Dann habe ich mir gedacht, die gebe ich alle, opfer ich alle Quaylock. Quaylock Sister ist das ja. Das bringt mir nämlich nachher eine geile Abkürzung, wo wir auch für den Bosskampf, also für den Endbosskampf, was richtig Cooles freischalten können. Und ich werde euch jetzt hier was richtig Cooles zeigen. Als erstes mal, ihr wisst ja alle noch den ersten richtigen Boss, so, den Taurus, ne? Der war ja schon richtig krass und so, aber dann müsst ihr euch das hier mal angucken. Sieht man leider nicht, aber da stehen 8 oder 9 Stück von diesen Tauren rum. Richtig übertrieben, ey. Und hier dieser Boss, ich will bei dem Let's Play eigentlich auch mal ein bisschen erzählen, nur ich verraff es dann immer. Und man kann hier wirklich ein Sign hinlegen, also es geht. Aber ich wurde hier noch nie beschworen und ich habe ja auch noch nie ein Sign auf dem Boden gesehen. Ganz merkwürdig. Ja, an sich will ich halt auch bei den Bossen immer sowas erklären, aber man kommt dann einfach nie dazu, weil der Boss so krass ist oder es einfach lustig ist alles. Man weiß es nicht. Jetzt mache ich das mal gerade wieder weg, vielleicht sieht man ja doch was. Ja, eigentlich wollte ich bei Ornstein Smaug das auch erzählen, je nachdem, wen man killt, von demjenigen kriegt man halt auch seine Rüstung und so weiter. Ah, das hatte ich voll verdrängt. Und ich will so ein bisschen auch zeigen, dass Dark Souls rein theoretisch gesehen zumindest gar nicht so schwer ist von den Bossen. Und das gibt hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, was ich machen will. Also an sich mache ich das nicht in meinen Runs. Es sei denn, ich will irgendwie versuchen, einen neuen Rekord, einen persönlichen Rekord von Zeit her zu brechen. Aber dieser Boss hier, wo ich auch was zu erzählen, als ich das allererste Mal Dark Souls gespielt habe, ich habe den sofort first try hingekriegt, ohne Probleme. Und ich habe gedacht, das war ja mal der leichteste Boss aller Zeiten. Und dann habe ich das Spiel das zweite Mal gezockt und war wieder an der Stelle und denke, ha, der Noob hier, den klatsche ich jetzt mal richtig weg. Oh mein Gott, und ich bin bestimmt 13 Mal hintereinander verreckt. Weil man auch dazu sagen muss, dass dieser Boss nicht jedes Mal schwerer wird, aber beim zweiten Mal wird er auf jeden Fall viel schwerer, weil er direkt schon aggro auf einen zugerannt kommt. Und hier gibt es einen super fiesen Trick, der funktioniert nur beim allerersten Mal, wenn man diesen Boss macht. Also wenn es beim allerersten Mal nicht funktioniert, ist man gearscht. So, jetzt darf man auch nicht hinlaufen, weil jetzt diese Lava-Scheiße kommt, die einen instant getötet. So, und hier muss man immer ausweichen. Das ist die perfekte Stelle. Da muss man jetzt immer hingehen und ihn auf seinen komischen Arm schlagen. Das geht an dieser Stelle verdammt gut. Das ist die beste Stelle, an der das funktioniert. Da muss man ihn also immer da hinten irgendwie in der Ecke haben, dass er immer auf dieselbe Stelle schlägt. Und dann kann man ihn recht leicht... Oh mein Gott. Kann man ihn recht leicht fertig machen. Aber ich zeige euch einen anderen Trick, liebe Freunde. Ihr rennt wieder ganz zum Anfang zurück. Es ist die Noob-Taktik, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist halt, wenn man auf diesen Boss einfach keinen Bock hat oder sonstiges, ist das ganz cool. So, ich steck mein Katana weg, weil ich bin mega Pro. Ich brauche kein Schwert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt überhaupt, weil es funktioniert auch nicht immer. Ich bin des Öfteren dann hier schon verreckt, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Und es geht, wie gesagt, nur beim allerersten Mal, soweit ich weiß. Dann stellst du dich ungefähr hier hin. So, und weg. Und jetzt pass auf, Leute. Wie viel Schaden wir machen. Und ich würde mal sagen, tschüssen. Das war der Boss. Ja? Super einfach. Wie gesagt, funktioniert allerdings nur beim allerersten Mal, wenn man ihn macht. Meine ich zumindest, dass es so ist. Und wenn man beim ersten Mal halt verkackt, kommt er halt direkt schon auf dich zugerannt. Und seine Attacke, wenn er diesen Schlag macht, mit Feuer dazu, man ist instant sofort tot. Das ist so asozial. Also dieser Boss kann einem manchmal richtig auf den Sack gehen. Wie gesagt, ich bin da irgendwann mal 13 Mal hintereinander verreckt. Oh, bin ich da ausgerastet, ey. Aber egal, liebe Freunde. Das war's mit dem Boss. Beim nächsten Boss
Ich glaube, wir machen Sif als nächstes, denke ich mal. Und als letztes wollen wir, glaube ich, also als letztes logischerweise Gwyn, als vorletztes wollen wir dann, glaube ich, die Four Kings machen. Müssen wir mal schauen, oder wann wir Seth auch machen? Ach, ich bin mir noch gar nicht sicher. Auf jeden Fall diese Lava-Bosse hier, die sind alle die Hölle, vor allem der letzte. Da weiß ich auch nicht, ob ich den vielleicht, Bed of Chaos, ob ich den solo mache. Weil es da auch einen recht asozialen Trick gibt, den ich zeigen könnte. Ach, Fragen über Fragen, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.